verfluchte Nasenhaare. Warum das Zitter oben? Gott sei Dank sieht man mich hier nicht in der Facecam. Das wäre ein bisschen weird as fuck, mir dabei zuzusehen. Appetitlich vielleicht auch nicht gerade, aber in erster Linie weird as fuck. Aber selbst wenn meine Facecam, beziehungsweise meine Cam, ist nicht gerade die modernste und geilste auf der Welt daher. Wird hier sowieso nicht deutlich erkennen. Dann müsste ich dann, wenn wir mit Facecam arbeiten, dann müsste ich mir tatsächlich eine neue Kamera anschaffen, weil die ist schon echt uralt. Also wirklich so richtig uralt. Aber man hat sie halt eben. Warum auch immer. Alter, der... Ihr habt's gesehen. Die ist mir direkt davor gesprungen. Alles klar. Und mit der Sicherheitsmaßnahme. Alles im Doppelpack. Außer der und der hinten. Okay, ich habe nur einen weggetötet. Gut, gut, gut. Hervorragend. Dann will ich in ein Land mit einer zivilisierten. Ich habe mich doch nicht verhört, oder? Bam! Danke für die 44 Mäuse. Kriegst du bald wieder. Hallo, hörst du schlecht? Ja, na endlich. Warte, wie viele Wachposten hier sind. Bilde ich mir das nur ein? Tschö, Dude und tschö, Nasenhaar. Gewerkschaft, bevor er weiß, wie ihm geschieht. Hat der andere natürlich nicht mitbekommen. Natürlich mal weg, sehen, was damit da los ist. Vom Balkon aus den nicht sehen. Hier. Das sieht hier nicht gut aus. Bitteschön. Also, wer von euch fühlt sich verantwortlich dafür? Was ist da drüben los? Oh Gott, eine Leiche! Genau. Okay, komm, 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 komm. Bäm! Om nom 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 nom. Lecker. Kommt der andere jetzt auch? Ja, Mann. Los, beweg deinen Arsch. Also. Mein Messer will was snacken. Blutdurst. Om nom 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 nom. Lecker, Leichen.
nicht so, als ob das schwierig wäre. Ich hatte einfach nie dazu. Gib mir ein Bier. Vielleicht ein Whisky. Vor ein paar Tagen hat mir so ein Scheißer die Luft aus den Reifen gelassen. Muss ein Spitzel sein. Wie sonst könnte jemand von diesem Ort wissen? Diese Dreckskerle haben nicht den Mumm, sich Frankie zu widersetzen. Ich weiß, er sieht noch nichts aus, aber er ist kam zurück, als es darauf ankam. Klingt wie Operation läuft nur über Schmiergelder und irgendwer hat es tierisch vermasselt. Kann ich mich jetzt nicht drum kümmern. Haltet die Augen auf, klar? Ja, langsam, also sicher triggern die ja die alle und töten sie. Slow and steady. Gott verdammt, was war das? Bam! So. Warte. Ja, da lagst du auch gar nicht mal so falsch. Das ganze Bam. Land geht vor die Hunde. Ich könnte schwören, ich hab was gehört. Hab dem von hinten die Glatze rasiert. Bumm. Alles klar, hier ist synchrone aufstehen, ey. Alter, das sind alles Klone! What the fuck? Hier voll die Bob Ross-Verschnitte. Na gut, nicht direkt wie Bob Ross halt, wie Bob Ross auf Meth, aber trotzdem. Oh mein Gott, ich hab noch nie. Meine Güte. Wenn mein Sohn seine Haare so lang wachsen ließe, würde er nicht mal einen einfangen. Doch sicher auf Marihuana. Ah, jetzt komme ich hier. Nice. Ich komme denn nicht hier rüber. Hallo. Sondern Manuel Neuer. Das ist keine Religion. Hör doch mal, es ist eine Art. Weil nicht dieser Hammer zugeht. Hat sie herausgefunden, jetzt ist es ganz bestimmt helfen kann. Hey. Ich hab sein Buch. Ja, Spaß in der Dunkelkammer. Fenty, was du da gesehen hast. Bist ein Perverser. Das gefällt mir. Glitzerkram und dann. Und wenn nicht, naja, gibt noch mehr Mütter mit schönen Töchtern. Und wer ist bei Ihnen im Zimmer, Alan? Mr. DeRazios Mann, Herr Senator. Frank Bernard, Sir. Ich würde es begrüßen, wenn Sie mit mir direkt reden. Okay, Mr. Bernard, eine Frage. Wie gefährdet bin ich? Der Senator will wissen. Mr. DeRazion sichert Ihnen Diskretion zu, Sir. Jede Transaktion zwischen Ihnen und der Organisation ist so sicher wie in Abrahams Schoß. Na los, Alan, verzieh dich. Alan, wenn du nochmal an mir vorbeiredest, als wäre ich Luft, mit einem fetten Grinsen, muss ich dir leider sehr wehtun. Hi. Nice. Boah. Alter, das war jetzt richtig nice. Bringt ihr mich jetzt um? Gute Idee. Weiß, der Typ sah ja lustig aus. Nice. Das gefällt mir. Tja, wie konnte das passieren? Indem ich Leute töte. Wow.
Wie konnte das passieren? Boah, das ist ja jetzt ein richtig harter Troll, wenn der es nicht würde. Schick alle verfügbaren Männer zur Innenstadt. Jetzt oder nie. Jetzt, wo wir den ganzen Bezirk gesichert haben, erwarte ich, dass er auch in haitianischer Hand bleibt. Boah, eigentlich voll das schöne Bad aus. So schön mit Marmor und weißer Farbe und so gearbeitet. Ja. Sagt Barbieris Ladner zu. Sowas wie, der Besitzer ist verschwunden. Kann sein. Ach, bitte. Kein Problem. Habe ich doch gern getan. Ich wollte nur sagen, dass meine Mutter stolz wäre. Tötet gerne, Leute. Macht Spaß. Alles, was wir hier tun, das verdanke ich Ihnen, Mr. Clay. So. Dann gehen wir mal zu Vito. Snacken uns von ihm Kohle ab, zahlen sie ein und beenden tatsächlich die offene Session. Wäre halt besser für mich und für meinen Dad, weil wir dann gemeinsam bleiben können. Ja, Aufnahme beenden, Schnitt und Rendering und dann wird zusammen Hand am Balkon gelegt. Der nächstes Jahr sowieso dann wieder, an dem wir dann nächstes Jahr eh wieder Hand anlegen können und dürfen, einfach weil Holzböden auf einem Balkon sich eben nur mal abnutzen, weil Licht drauf kommt und Leute zu Fuß drauf gehen und sich dann darüber mal zu beschweren, das ist ja schon vorher abgeranzt aus dem Pipapo und Mimimi, ist eigentlich völlig für den Arsch, weil das ist halt immer so. Nichts sieht nach einem Jahr so aus, wie wenn man es frisch gekauft hat. In der Regel. Das ist halt eben typisch Abnutzung. Irgendwas stimmt gerade oben mit der Karte nicht, aber ich bin zu voll nachzuschauen. Was ihr hier wahrscheinlich eh bei der nächsten Aufnahmesession wieder richten. Oh. Da bin ich gerade zu sehr beschäftigt mit dem Nasenhaar. Leute töten und Nasenhaare. Das ging nach einem geilen Team. Weiter. Von Waffen und Nasen. Klingt sogar noch besser. Ja, ich werde. Ich hab einen Punt. Also, na. Gewalt hier erstmal. Soll eine Überraschung werden. Achso, tut mir leid, ich bin so ein bisschen hier, Gott. Wieso dachte ich denn? Ich dachte, dass man die Kisten beschädigen konnte, weil es bei Metal Gear Solid 5 auch geht. So. Ach ja, wer von euch lagert auch noch alles Geld in seine Matratze ein? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Oder besser nicht. Hört das Finanzamt ja natürlich nicht gerne. Oder die Banken. Die wollen ja, dass das Geld bei ihnen auf dem Konto ist, damit sie davon ja schön spekulieren können, weil es für die Wirtschaft so gut ist und alles und ach, pipapo. Ja, halt eben so genau so ein Rotzscheiß. Wie, dass es jetzt Kontogebühren gibt, weil ich meine, so nach dem Motto, oder halt eben Gebühren fürs Abheben, für Geld abheben. Genau, das war es ja, was so scheiße war. Weil ich meine, es ist genauso nach dem Motto, Typ, der sich von ihnen Geld geliehen hat, verlangt 50 Cent, wenn sie es von ihm wieder haben wollen. Genau so ist es ungefähr. Und das finde ich mega fucko. Lecky Shitty Martisch. Der Neologismus ist fehlgeschlagen. Diesmal habe ich es auch geschafft, mich nicht einzeln ans Mikro zu gehen. Das ist natürlich auch super. So. Oh, das Haus ist schön. Das ist mir nur nicht vorher immer aufgefallen. Voll nice. Komm
kam der nächste Ungerübser. Und ja, dann würde ich sagen, war es das auch für diese Aufnahmesession. Schickstich voll. Schickstich whatever von Mafia 3, liebe Leute. Schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein. Würde mich zumindest sehr freuen. Lasst ein Like und ein Abo da, um es nochmal zu sagen. Wobei in dieser Folge wurde es wahrscheinlich noch nicht erwähnt. Aber nun ja. Macht's einfach. Wer würde mich freuen. Wäre gut für euer Karma. Und nun ja. Genießt auch unsere anderen Projekte und bis dahin heißt es, wenn ich kurz die Taste finde, wo ich dann die Aufnahme beende. Tschüss.